Hey ho, meine Lieben. Nein, das ist nicht rosa. Es ist eine geile Farbe. So Terrakotta-mäßig, so halbwegs. Naja, fast. Bisschen zu wenig orange. Egal, es geht heute wieder raus. Ich habe eine gescheite Mütze, wo passt. Und ja, es geht irgendwo an die Donau. Wo genau, weiß ich noch nicht. Ich nehme die große Cam mit und ja, fahr erst einmal los. Unterwegs möchte ich euch noch was zeigen, was ich gesehen habe. Da werde ich auch noch probieren hinzukommen. Tja, und Attacke. So Leute, drei Hammers. Wir starten bei 0,11 Kilometer. Die Batterie neu. Und ich sollte eigentlich alles dabei haben. Ja, für so ein gemütliche 1-2 Stunden an der Donau. Ich fahr mal los. So Leute, also ich bin jetzt hier an meiner Brücke. Das Plätzchen hat es mir schon irgendwie angetan. Und da werde ich eventuell nachher wieder zurückfahren. Aber jetzt erst einmal ja, den Weg noch weiterschauen an der Seite vom Ufer. Ja, das gefällt mir einfach besser als da drüben. Weil auf der anderen Seite eine Milliarde Leute. Furchtbar. Da hinten sehe ich zwar auch jemanden laufen, aber es scheint nur eine Einzelperson zu sein. Naja, gut. Fahren wir mal noch ein Stück weiter. Und wenn wir da nichts finden, unter die Brücke. So, hier hätte ich auch noch ein schönes Plätzchen gefunden. Das wird auch gehen. Oh Mann, ich sag's euch, der Weg, da wäre es da drüben gewesen, einfacher zu radeln. Aber ganz da vorne ist die Staustufe Dillingen. Naja, bis dahin radel ich jetzt und dann schauen wir mal weiter. Leute, da hinten ist die Staustufe. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr hinzuradeln. Das sind ja nochmal 2 Kilometer oder was. Ja, Hölle, Mann. Ich fahre jetzt zurück unter meine Brücke. Dann habe ich es auch nicht mehr so weit zum nach Hause. Da stelle ich meinen Grill auf. Und das nächste Mal fahre ich an der anderen Seite entlang. Ja, dann sollte ich es schaffen bis dahin. Naja. So Leute, hier bin ich jetzt wieder unter meiner Donaubrücke. Eigentlich ganz angenehm hier. Hier ist es nicht so windig. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich mein Holzbrett nicht auch noch vergessen habe. Und genau danach sieht es nämlich aus. Das ist gut. Ja, ich habe mein Brett vergessen. Verdammte Axt. Egal, werden wir anders lösen. So. Und jetzt erst einmal den Klappgrill aufbauen. Ich hoffe, dass es heute mit den Windgeräuschen geht. Und dieses Mal ja, habe ich mir so eine kleine Mini-Billigzange geholt. Reicht hier vollkommen aus. Und hier übertreibt man jetzt wieder vollkommen, einfach damit es ein bisschen schneller geht mit den Anzündern. Tja, Moester ist auch mit am Start. Und wenn es auch bloß mit dem Feuerzeug ist. Die Kohlen noch anglühen, schauen wir mal, was ich alles dabei habe. 2 holländische Frikandeln. Ja, und darunter liegt ein mariniertes Flanksteak. Dann habe ich meine Dips wieder dabei. Und dann noch einen kleinen schnellen Salat. Tja, und kein Holzbrett. Das ärgert mich. Und halt mein Toastbrot. Dann fangen wir doch mal ganz gemütlich mit den Frikandeln an.
habe ja noch ein bisschen Zeit heute. Jawohl. So machen wir das jetzt. Oh, gerade pfeift der Wind wieder ein bisschen. Also ich finde ja das Plätzle hier eigentlich schon ganz witzig. So unter der Brücke und so. Regengeschützt, ein bisschen windgeschützt. Ja. Ist halt jetzt mein privater Grillplatz. Also hier gefällt es mir wirklich ganz gut. Donau im Hintergrund. Ja. Da werde ich mit Sicherheit öfters herkommen. Mit Sicherheit auch werde ich mir jetzt noch einen kleinen Fahrradanhänger kaufen. Wen interessiert, was ich davor habe? Oben im Kanalbild in der Amazon-Wunschliste von mir. Rechts Kanalbild Amazon. Da ist er drin, ist er noch drin. Sobald ich den bestellt habe, fällt der dann natürlich raus. Und dann, aber erst dann, kann ich auch den Klappo mitnehmen. Ja, was ich dann natürlich auch machen werde. Ja, so schaut's aus. Und dann hocke ich hier mit dem Klappo, einem Klapptisch, mein Klappstuhl, den habe ich ja jetzt schon dabei. Ja, so mache ich das. Aber das dauert halt jetzt noch ein paar Tage oder Wochen. Diridahi. Alles nicht so einfach, aber es wird. Es wird, es wird, es wird. Man kann nicht alles auf einmal haben. Ich muss umdrehen. Weil sonst werden sie zu schwarz an einer Seite. Ei. Ja. Und ja, wie gesagt, das dauert halt jetzt noch ein bisschen. Und dann wird es doch recht lustig. So mit Klapptisch ein bisschen mehr. Wenn jemand hier aus der Gegend kommen sollte oder auch weiter weg, der ein Fahrradl hat, Lust hat, da mal mit herzufahren, ey gut, der könnte auch hinten am Parkplatz parken und dann kurz hierher laufen. Gerne. Dann hocke ich hier nicht alleine rum. Ich habe auch zwei Klappstühle. Mhm. Ja. Alles möglich. Okay, aber jetzt wieder runter auf den Grill. Es könnte jetzt natürlich auch sein, dass die Dinger total scheiße schmecken. Warum? Aus dem einfachen Grund, ja, die waren schon etwas länger in der Gefriere drin. Und ich habe es jetzt einfach mal riskiert, die rauszuholen und mitzunehmen, um die auszuprobieren. Aber ihr wisst ja, ich schmeiße nicht gern was weg. Ich habe tatsächlich beim Fahrradfahren meine Schachteltaschentücher, mein Packerl-Taschentücher verloren. Macht nichts, ich habe ja noch Zebra dabei. Gut. Ja, das etwas andere Grillvideo oder der Auftakt zu den etwas anderen Grillvideos heute. Also irgendwie sehen die Dinger nicht so ganz aus, wie ich sie in Erinnerung habe, wo ich das letzte Mal gemacht habe. Aber wir werden sehen. Naja. Oh, schade, jetzt haben wir genau den Augenblick verpasst, wo die Frikandel aufgeplatzt ist. Tja, ich glaube, ich beiße jetzt einfach mal rein und probiere, ob das Ding überhaupt noch genießbar ist. Mache ich jetzt da gleich. So. Um das Ding in die Hand zu nehmen, weil es ist doch etwas heiß. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob die überhaupt noch schmecken. Aber ganz ehrlich, eine von denen reicht mir jetzt auch. Den Rest nehme ich mit heim. Die andere habe ich gerade auf dem Grill auch auf die Seite gerollt. Aber jetzt brauche ich hier meine Gabel. Und
dass ich mir den Tipp rausholen kann. Halt! Ich weiß, normal ist man für Kamellen anders. Ketchup, Mayo, und Zwiebeln, Pommes, was weiß ich alles. Ist mir wurscht. Mir schmeckt es auch so. Und ganz genau. Verschiedene Dips drauf. Und gib ihm. Jetzt ist gerade einer mit dem Fahrrad runtergekommen. Ist stehen geblieben, hat hierher geschaut. Was machst denn du da? Naja. Habe es gleich weiter und hat sich nicht weiter mit mir unterhalten. Ja, auch unter einer Brücke kann man Spaß haben. Oh, da fällt mir was ein. So. Ja, mittlerweile kann ich es ja anlangen. Ich schmier hier mal schön den Dip drauf. Ja, das ist schon blöd, wenn man kein Tischle dabei hat. Und auch kein Brettel. Und dann an seinen Salat nicht hinkommt. Tja, ein bisschen Salat muss schon sein. Aber jetzt haben wir das Flink drauf. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich das schneiden soll nachher, aber hauen wir es drauf. Naja, ich könnte den Deckel nachher nehmen als Unterlage. So, Leute. Ein schön vormariniertes Flank. Und jeder, der jetzt wieder irgendeinen Arschloch-Kommentar abgeben will, soll es machen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch schon wurscht. Man kennt ja die Leute mittlerweile. Heute ist mir das auch egal. Aber für den Elektrogrill in der Wohnung habe ich jetzt einen Standventilator bestellt, dass der mir den Rauch gleich hinausblasen kann. Aber jetzt drehen wir es schon mal um. Oh, schaut euch das an. Jetzt drehen wir jetzt zweimal um oder dreimal. Oh, geil. So, Leute. Ja, ich glaube, das reicht. Dann tun wir es mal in den Deckel reinlegen. Tja, improvisieren, improvisieren, improvisieren. Und nachher, na, zeige ich euch auch noch, was ich mit den Restkohlen mache. Aber jetzt probieren wir erstmal das Flank. Jo. Naja, schon ziemlich durchgebraten. Boah. Aber allererste Sahne. Echt ein geiler Mat.
Ein klein bisschen rosa Kern kommt noch raus. Dazu brauche ich jetzt nicht einmal den Dip. Wo ist denn eigentlich meine Salatsoße denn da unten? Einfach nur ein bisschen Grünfutter dazu und gut ist. Ich muss jetzt hier bloß aufpassen, dass ich mich nicht voll sapper, weil das, was da an Saft rausläuft, das ist ja der Hammer. Ja, und für so kleine Fahrrad-Unterwegs-Videos ist natürlich so ein vormariniertes Flank oder so optimal. Da braucht man hier draußen nicht mehr so viel machen. Geil. Ich genieße jetzt in Ruhe fertig und dann sehen wir uns nochmal. So Leute, das Gitter tue ich dann bloß mit Zewa abwischen. Ich tue ja den Grill sowieso wieder komplett daheim spülen. Dann nehme ich mir so ein Becherchen von meinem Kaffee. Füll da Wasser ein. Oh Mann, steht die Creme schief. Das ist ja widerlich. Das gefällt mir ja gar nicht. So. Dann schnappe ich mir meine spezielle Kohlenzange. Ja. Schütte den Becher um. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nehme mir gleich den zweiten Becher, spüle den auch einmal kurz aus. So. Dann lösche ich einmal die Kohlen ab. Lass die natürlich dann erst auskühlen. Und dann tue ich die nämlich in den anderen Becher rein. Nehme die mit, lass die nochmal trocknen. Und verwende die das nächste Mal einfach weiter. Die haben jetzt eine Woche Zeit zum Trocknen und zum Wiederverwenden. So. Ab in die Tasche, ab in den Rucksack, in die Satteltasche, nicht in den Rucksack. Ja, und dann bin ich hier auch schon fast wieder fertig. Nur noch meinen Klappstuhl und mein Stativ nachher festbinden und gut ist. Gut, Leute. Ja, Freunde. Einfacher Content unter der Donaubrücke. Ich finde das Plätzchen eigentlich schon ganz nett. Kann mir gut vorstellen, dass ich hier noch öfters herkomme. Mal hier, mal da, mal dort. Das wird man dann sehen mit der Zeit. Aber ihr seht, auch mit draußen Grillvideos geht es weiter. Es werden auch noch aufwendigere Sachen hier draußen kommen. Aber jetzt momentan, wo es eigentlich ja noch relativ kühl ist. Wie spät haben wir es eigentlich? 17.17 Uhr. Ja, verreck. Ja, dann werde ich jetzt noch meinen Rest zusammenpacken und mich wieder auf die Heimreise begeben. Mir hat sehr viel Spaß gemacht heute. Es war richtig lecker.
Und ich kann es wieder bloß mal betonen, auch wenn das jetzt wieder für Shitstorms sorgen wird, aber Holzkohlegrillen ist einfach noch das beste Grillen. Da kommt kein Gasgrill oder sonst was hinterher, weil meines Erachtens nach, wenn das Fett auf die Kohlen tropft, gibt es ein Raucharoma, was mit nichts vergleichbar ist, und das zieht meines Erachtens nach ins Fleisch ein. Ja, wir werden jetzt wieder viele, aber ist mir egal, das ist meine persönliche Meinung, und davon kann mich eigentlich keiner abbringen, weil ich habe auch schon vom Gasgrill gemacht und probiert und gegessen, und für mich schmeckt es vom Holzkohlegrill einfach anders. Vielleicht ist es Einbildung, ich weiß es nicht, aber es ist meine persönliche Meinung. Tja, und dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal machen. Vielleicht in der Wohnung dann wieder auf dem Steakboard, dann mit Ventilator und am Fenster und direkt hinausblasen. Ist halt Elektrogrillen, aber ja, es macht auch Spaß. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich mache jetzt noch ein kurzes Live-Video, live unter der Brücke. Ja, und was soll ich sagen, das könnt ihr ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann nachträglich noch angucken. Also dann, Tschaikowski, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ah, Kaffee habe ich auch noch. Leute, jetzt ist mir es gerade wieder eingefallen. Ich wollte euch ja noch was zeigen. Drehen wir mal die Kamera und schwätzen wir dazu. Hier drüben, ich zoome mal ran, sind so Bauten. Und da möchte ich irgendwie mal gucken. Na, wo haben wir es? Da haben wir es. Wie ich da rüber komme. Unten drunter sieht es mir fast wie ein Weg aus, aber ich weiß halt absolut nicht, wie man da hinkommt. Ja, kann ich sogar noch ein bisschen weiter her zoomen. Na, wo ist das andere? Da. Und ganz da drüben, da hinten ist nämlich noch mal was. Ich bin ja ein neugieriger Mensch. Ja, und so altes Zeug, das interessiert mich irgendwie. Und da werde ich ja mal gucken, also ohne Satteltaschen und ohne Grillzeug, ohne alles. Einfach mal gucken, dass ich da drüben irgendwie hinkomme und mir das Ganze angucke. Ich bin halt neugierig. Okay, aber das war's jetzt endgültig. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.